Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. In der letzten Folge haben wir irgendwie irgendwas gespielt. Ihr seht auch gerade schon, ich soll anscheinend ausgeliehen werden. Ich habe natürlich erstmal den ganzen Spaß abgelehnt. Ich glaube, es wäre aber eine Möglichkeit tatsächlich mal hier, wenn ich jetzt guten, sag ich mal, gutes Geld pro Woche verdienen würde, auf jeden Fall zu wechseln. Wir spielen heute auf jeden Fall gegen Union Berlin. Training haben wir auch nicht. Union Berlin hat 8 Punkte. Ich habe natürlich 25. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los, indem wir einfach die Partie mal starten. Ihr seht schon, meine Power ist diesmal nicht so geil am Start. Das heißt, es könnte schwierig werden, heute dieses Spiel zu gewinnen. Aber mal sehen, vielleicht wird es ja was. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Ja, auch der Bundesliga-Top-Torliga steht, Tor-Dingsbum steht hier. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an. So, let's go. Auch für den heutigen Komm, schieß. Sie wird da vorher sagen, hat recht behalten, aber dennoch begrüße ich Sie herzlich zu diesem Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Union Berlin gegen Bayern München. Oh! Da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Scheibenkleister. Ich muss mal kurz Pause machen. In a moment, please. Oh Mann. Also aktuell, ich muss was? Spielbewertung 10,0 brauche ich. Ah, ob das was wird, das ist die Frage. Ich so, wir spielen erstmal weiter hier. Wo bin ich denn? So gehen's die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Sergio Canales steht mit Federico Chiesa auf dem Flügel. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld. Oder wie hat der denn geschossen? Da ist ja gar nichts gewesen. Aua. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Jetzt schießt er. Mann. Super Einsatz vom Torhüter. Komm, schieß. Und dann bedankt er sich natürlich. Ey, ich habe immer so gute Torchancen, ne? Gutes Dribbling. Ja, der hat den Ball wieder. Ball gewinnen, gefährliche Position. Goretzka. Da kommt der Schuss. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Jetzt können sie den Angriff starten. Jetzt schießt. Könnte die Führung. Schießt. Bartz, Junge. Es war nicht von mir geschossen, aber trotzdem Müller. Wow, Müller hat noch eine Torleistung geschafft. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Bei mir ist so ein bisschen das Problem, dass ich absolut gar nicht mehr sprinten kann, weil das letzte Spiel nicht so lange her war und ich Ausdauer verloren habe. Aber das macht nichts. Super gemacht, gute Verteidigung. Federico Chiesa. Sie setzen sich früh unter Druck, sind da, gutes Pressing. Mann, anstatt er zu mir schießt. Nee, macht er nicht, aber egal. Toller Schuss, strammer Schuss, am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Und Müller. Thomas Müller. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Goretzka. Da schießt er. Mann, ich muss auch mal jetzt ein Tor schießen hier, Alter. Wenn du aus der Distanz so eine Chance hast. Oh, liegt der da auf dem Boden, heul leise, Mann. Der sehe ich auch so. Das ist keine. Och, Junge, jetzt wird auch noch gepfiffen wegen dem Blöden. Hör nicht hier rum und schrie wieder auf, weil dann ist hier beim Fußball und nicht beim kranken Dingsbums. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Jetzt nochmal die Bayern. Oh. Da haben sie die Chance. Mann, ey. Sicher, Ball ist raus. Warum denn immer? Torwart ist diesmal
gut am Start. Gefährlich jetzt. Schieß. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen, aber vorher natürlich Riesenparade. Die würde ich mir gerne nochmal anschauen. Die war unfassbar. Na, oder dieser blöde Spieler von mir hat mich einfach gestört. Ich, ey, das ist doch unmöglich. Das ist, Junge. Aber sie machen nichts draus. Und das wird sie ärgern. Jetzt müssen sie weiter aufpassen, denn es ist eine knappe Führung. Machen sie jetzt gut. Ja, Junge, ich bin doch viel schneller als der. Wieso kriegt er mich denn? Was passiert? Nämlich ein Tor. Ich gebe kurz ab ans Studio. Wir haben hier das erste Tor für Eintracht Frankfurt. Neuer Spielstand damit 1:0. Ach ja, komm, jetzt auch noch Paul, ne? Natürlich. Was ein Schiedsrichter, Alter. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ja, faul. Da pfeifst du nicht, ne, du blöde Frau. Erfolgreich gegrätscht. Ich bin viel zu lahm, Alter. Hieß doch. Hier. Kanal hat den Ball. Nein, diesmal nicht. Oder ich hab doch mich angeboten. Warum schießt er nicht dahin? Da verlieren sie den Ball. Und Müller. Junge. Guter Einsatz. Sie holen sich den Ball. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Die Chance hier. Ja, Junge, da ist das Tor. Da ist das zweite Tor von mir. Bam, Junge. Geil. Geil, geil, geil. Jetzt pfeifen die. Jetzt brauche ich gerade nicht mehr spielen. Machen sie aus nächster Nähe. Oh geil, noch ein Tor gemacht. Ist, in der letzten Minute noch das Ding rausgeballert. Hier kann man erstmal das erste Tor von dem Müller. Ne, Müller. Doch, von Müller sehen, genau. Ah ne, das ist nicht Müller. Sorry, das war ja gar nicht Müller. So, wir sind gerade bei einer 8,6. Wir müssen irgendwie noch auf 10 kommen, aber ich glaube, ich schaffe das nicht mehr, weil meine Ausdauer kacke ist. Aber mal sehen. Ja, da sieht man es schon. Zack, zack. Thomas Müller. Klasse Chance jetzt. Ich wollte schießen, ne? Aber dieses Spiel lässt mich nicht früher schießen. Hier sind zu viele Mannequins. Und klasse durchgesetzt. Bart's rein da in die Olga. Oder was war das für ein Tor? Also ich habe jetzt selber nicht. Ich habe absolut gar nicht damit gerechnet, dass das ein Tor wäre. Deswegen war ich gerade. Die Bayern erhöhen ihren Vorsprung auf 3. Klasse Spiel. Muss noch nicht das Ende sein. Weiter geht's. Thomas Müller. Abgefangen dieser Ball. Oh, der war zu hoch. Also hätte ich jetzt nicht zu hoch geschossen. Ich glaube, der wäre dann reingegangen, weil der Torwart damit nicht gerechnet hätte. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass der Ball auf einmal bei mir ist. Aber egal. Sie holen sich den Ball. Na Mist. Das war jetzt mein Fehler tatsächlich. Aua. Ah, jetzt hat die mir mal endlich Freistoß gegeben. Ist hier immer noch am Ball. Die Chance. Ist es denn so? Ah, das war jetzt. Bisschen schade. Das wäre nämlich ein geiles Tor gewesen. Und der nächste Angriff läuft. Wird vielleicht die nächste Gelegenheit, sich hier auszuzeichnen. Goretzka. Ah Mist. Da muss er hin, bin in die Menschenmenge reingelaufen. Müller. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Mann, jetzt habe ich absolut keine Ausdauer mehr. Jetzt schaffe ich kein Tor mehr zu schießen, aber ist nicht so schlimm. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Da ist die Chance.
Ah, Mist. Wäre noch eine geile Chance gewesen. Ich musste irgendwie noch auf 10,0 kommen, aber ich glaube, komme ich nicht mehr. Weil meine Ausdauer einfach zu kacke ist. Ihr seht es nämlich unten links, da die Ausdauer von mir. Die ist schon am Arsch. Ja, also ich habe auf jeden Fall gute Chancen jetzt, aber meine Ausdauer ist halt einfach am Arsch. Ecke kommt. Die Chance hier. Das ist noch gefährlich. Ich hab den Ball sogar gehabt, Mann. Ganz sicher geklärt. Ja. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Oder jetzt schießt doch einfach zu mir. Und auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Sie kommen. Schön die Flanke abgeblockt. Schade. Wechsel jetzt bei den Bayern. Jetzt der Ball. Der ist jetzt schon mal geiler da. Ganz stark abgeblockt. Jetzt könnte die Chance entstehen. Da ist die Chance. Mann, der hält aber auch gefühlt jetzt gerade jeden Ball, ne? Er hält jetzt jeden Ball, aber macht nichts. Ja, da stehe ich nicht mehr. Schieß. Ja! Bam, Junge! Was war das für ein Torschuss? Leute, meine ich. Was? Er hat damit gar nicht gerechnet. Ich habe mit diesem Tor gerade gar nicht gerechnet. Junge, der Kopfball ging rein. Geiles Ding. Was war das für ein Tor? Oh, abseits. Egal. 36 Tore in 8 Partien, Bruder. Einfach 8 Spiele gehabt und 36 Tore gemacht, ey. Kann man auch keinen erzählen, Junge. Bin der zweite Weltmeister gefühlt. Alfonso Davis. Mané. So, und jetzt renn du, Menneken. Ja, ich kann halt nicht mehr rennen, ich habe keine Ausdauer mehr. Aber ist nicht schlimm, ich habe 3 Tore gemacht. Was passiert, nämlich ein Tor. Ich gebe kurz ab ans Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Frankfurt. Der neue Spieler, der kriegt glaube ich den Ball. Ja. Gespielt sind 80 Minuten. Ist noch ein Tor. Ja gut. Kann ja auch mal, ne? Einfach noch ein viertes Tor schießen. Sehr, sehr druckvoll, ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Jetzt habe ich 37 Tore. Viele spricht für einen Kantersieg. 5:0 der aktuelle Stand, aber mit wem bekommen sie es eigentlich als nächstes zu tun? Der Gegner in der kommenden Partie für die Münchner, er heißt Inter Mailand. So wie heute. Ach, nö, nicht schon wieder die. Ich war zu weit weg. Hätte ein bisschen später die Flanke machen müssen. Aber macht nichts. Wir haben eh schon 5 Tore. Wohin? Wohin, Junge? Schöner Pass jetzt. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Ah, da ist der schade. Ball erstmal weg. Nachspielzeit wird angezeigt. Was ihn gefoult? Sadio Mane. Ah, okay, für vorbei. Wollte nochmal schießen, aber nicht mehr. Geil, geil, geil. 4 Tore geschossen. Das erste von Müller. Jetzt können sie in Angriff starten. Hier sieht man es auch nochmal von Müller. Und rein da. Ist auf jeden Fall ein geiles Tor gewesen von Müller, ne? Aber meine 4 weiteren Tore, die haben nochmal das Spiel geiler gemacht. Gut, jetzt drücken wir mal auf weiter. Nochmal auf weiter. Ja. Ich glaube, wir haben bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Also ich habe auch offscreen ein bisschen weiter gespielt. Oh! Das nächste Spiel ist tatsächlich hier, wie man hier schon sehen kann. Ich habe immer noch diese Leihangebote. Ich weiß aber auch nicht, warum. Bruder, diese Namen, ne, die sind auch so behindert. Ich will doch nicht in ein anderes Ding rein, wenn ich in der Bundesliga spiele, hä? Okay. Gerüchte aus der Kabine. Ja. Gute Spielleistung. Gute Spieleleistung. Ich klopfe mir selber auf die Schulter. Das mache ich bei jedem. Bei jedem. So. Bitte um eine Gehaltserhöhung. Nee. Kann ich noch nicht machen.
Machen wir mal kurz weiter, so. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne mal ein... Warte mal. Lasst doch gerne mal ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao. Feelings are showing.